Hallo Freunde, willkommen auf ein neues Video. Ja, nach einer langen Sendepause wieder mal. Heute melde ich mich zu Wort mit einem DQ500. Fehler explizit von Nebengetriebe, Kratzen im zweiten Gang. Das DQ500 Getriebe ist auch in der Stückzahl sehr, sehr stark unterwegs. Dieses Getriebe betreibt meistens die Fahrzeuge T5, T6, Tiguan extrem viel, aber auch in verschiedenen anderen Modellen ist das Getriebe verbaut. Ja, 7-Gang basierend auf Nasskupplung. Ja, das Getriebe ist eigentlich so ziemlich das robusteste, was VW gebaut hat, jedoch nicht ganz ohne Schwachstellen. Dieser Fehler betrifft nur die Transporter T5, T6. Und zwar der Achszapfen von der rechten Seite, von der Beifahrerseite, der Achszapfen radiert die Zähne ab. Das heißt, die Zähne, die schaben ab und dann hat man keinen Vortrieb mehr, weil die rechte Achswelle, die rechte Steckwelle keinen Antrieb mehr bekommt. Das Getriebe dreht, aber der Antrieb, der bleibt wie gesagt in der Steckwelle stehen, weil die Verzahnung bzw. die mechanische Verbindung zu der Steckachse, zu der Antriebswelle nicht mehr da ist, weil die Zähne abschaben. Das ist ein Fehler, komischerweise nur T5, T6, Tiguan oder die kleineren PKWs sind von diesem Fehler nicht betroffen, beziehungsweise wir haben es noch nie gehabt. So, das Getriebe hat ein weiteres Problem, damit werden wir uns heute beschäftigen. Kratzen im zweiten Gang oder im dritten Gang. Beim Hochschalten oder beim Runterschalten. Nicht immer, besonders wenn das Getriebe kalt ist. Also die meiste Problematik, die wir zu hören bekommen, ist, die ersten 2 oder 3 Schaltvorgänge im kalten Zustand kratzt das Getriebe, wenn der zweite und der dritte Gang eingelegt wird. Und das passiert nur 2-3 Mal und dann hört es auf. Das ist ein bekanntes Problem. Das ist ein bekanntes und ein reparables Problem. Meistens geht man hin und kauft sich ein neues bzw. ein gebrauchtes Getriebe, wenn dieser Fehler vorhanden ist. Aber der ist behebbar. Der Fehler ist behebbar. Wir werden heute zeigen, wie wir diesen Fehler instand setzen. Wir werden zeigen, was wir für Teile verbauen. Wir werden zeigen, wie das Telefon klingelt. So, nach kurzer Unterbrechung sind wir wieder da. Ich werde euch zeigen, wie wir den Fehler beheben, also den Fehler mit dem Kratzen im zweiten Gang oder im Einlegevorgang des zweiten Ganges. Ich zeige euch, was wir für ein Reparaturkit anbieten, was dieser Kit alles beinhaltet. Da ist alles drin, was man zu dieser Reparatur braucht. Ja, erst switchen wir, gleich machen wir weiter. So, liebe Freunde, wie bereits erwähnt, sind wir jetzt bei mir im Büro, um euch die Teile mal in Ruhe zu zeigen, zu veranschaulichen. Der Reparatursatz, den ihr hier auf meinem Tisch sehen könnt, den gibt es so zu kaufen bei uns. Ursprünglich ging es ja darum, dass dieser Synchronring mit einer, naja, konstruktionsbedingt falschen Oberfläche versehen war. Diese Oberfläche hat halt die Trockenreibung bzw. die Mischreibung morgens besonders im kalten Zustand nicht ertragen. Das ist der eigentliche Grund für unsere Kratzgeräusche. Um hier an den Synchronring dran zu kommen, muss man halt einiges im Getriebe zerlegen. Das sieht alles sehr spektakulär aus, aber ein geübter Mechaniker, der sich mit der Technik ein bisschen auseinandersetzt und der ja, auf Wunsch auch unsere Anleitungen zur Verfügung gestellt bekommt, der wird das ohne Probleme hinkriegen. Außer dem Synchronring haben wir halt die Schiebemuffe, das eigentliche Schaltrad und die Schaltgabel im Satz, komplett neu. Dazu gehören halt ein paar Dichtringe, ein Wellendichtring, der Blinddeckel hinten am Getriebe, der Abschlussdeckel von der Kupplung, von dem Kupplungsgehäuse, die Schrauben, das ist halt ja, Herstellervorgabe, dass die Schrauben erneuert werden müssen. Die ganzen Ölrohre, die die Verbindung zwischen der Mechatronik und dem Getriebegehäuse herstellen. Ja, ein paar Lager. Mit diesem Kit
könnte man die Reparatur ausführen. Man müsste das Getriebe nicht zwangsläufig erneuern. Abgesehen davon können wir für das Getriebe so ziemlich alles liefern. Also falls ihr Probleme habt, die jetzt gerade hier in diesem Video nicht beschrieben worden ist, bitte nehmt mit uns Kontakt auf. Wir können in den meisten Fällen helfen. Ach, kurz vielleicht dazu. Über die Achszapfen möchten wir schon lange ein Video machen, aber irgendwie kommen wir nicht dazu. Da sind die Achszapfen, die sind berühmt, wenn es Richtung T5, T6 geht. Da scherben innen die Zähne ab. Kannst du sie sehen? Die sind drauf, ja. Ja? Da scherben innen die Zähne ab. Ja? Auch diese Achszapfen könnt ihr bei uns erwerben. Und alles, was wir verkaufen, alles, was man bei uns käuflich erwerben kann, montieren wir auch selber. Wir wissen, wie der ganze Kram eingebaut wird. Wir haben die entsprechenden Literaturen dazu, wir haben die Einbauanleitungen dazu und wir haben das entsprechende Wissen. Das heißt, wenn ein Kunde von uns bei der Montage Probleme bekommt oder sich nicht mehr weiterhelfen weiß, ihn können wir in meisten Fällen telefonisch helfen. Das ist halt der große Mehrwert, den unsere Kunden haben. Wir verkaufen nicht nur diese Teile, wir verbauen die auch. Also wir wissen, was hier zustande kommt, mit welchen Problemen man rechnen sollte, wo man halt drauf achten müsste. Da können wir euch auf jeden Fall genügend Support geben. So, ich würde sagen, weiter geht's zur Montage, ne? Jo. Bis gleich. So, wieder am Getriebe angekommen. Jetzt werde ich das Getriebe zerlegen. Ich öffne das Getriebe, nehme die Kupplungsbaugruppe raus. Ich nehme die Mechatronik raus, trenne die Gehäusehälften. Wir werden zusammen reinschauen und hoffentlich den Fehler auch mit bloßen Augen erkennen. Ich leg mal los. Luki, jetzt müssen wir hier irgendwie das Ganze scharf kriegen. Kannst du diese Oberfläche, kannst du darauf fokussieren? Ja. So, das ist die Oberfläche, die konstruktionsbedingt eine Schwachstelle aufweist. Wir sind jetzt bei dem zweiten Gang. Der Synchronkörper ist aus zwei Materialien. Einmal hat man außen das Blechmaterial, die Verzahnung. Einmal hat man innen ein Reibmaterial mit angeblichen Notlaufeigenschaften. Über diese Oberfläche wird der sogenannte Drehzahlausgleich ausgeführt. Und zwar beim Gangwechsel, jetzt versuche ich das Ding mal hier in die Hand zu nehmen. Beim Gangwechsel wird mit diesem Teil auf das Zahnrad leicht Druck ausgeübt, damit die Drehzahlen sich ausgleichen. Ja? Ohne Druck läuft es hier ja, fast reibungslos. Wenn man hier ein bisschen Druck ausübt, ja, kann man den Synchronkörper auf dem Schaltrad nicht mehr so leicht drehen. Da wird ein Drehzahlausgleich bestrebt und dann kann die Muffe über den Gang drüber rutschen oder über das Schaltrad drüber rutschen und somit ist der Gang eingelegt. Da sich diese Belagoberfläche durch Konstruktionsfehler im Öl auflöst, VW sagt in der TPI dazu, im Öl aufschwimmt, wird dieser Drehzahlausgleich nicht vernünftig ausgeübt und das führt dazu, dass das Schalten halt unkomfortabel erfolgt. Also dieses Kratzen wird durch die
falsch ausgeführte Oberfläche erzeugt. Ja? Das dazu. Wir werden jetzt weiter zerlegen. Bei dem Fahrzeug oder speziell in diesem Fall haben wir das Problem beim zweiten und beim dritten Gang. Normalerweise ist das der zweite oder der dritte Gang. Hier bei uns im Falle ist es leider Gottes der zweite und der dritte Gang. Das heißt, wir müssen die Welle weiterhin zerlegen, um an, an das zweite Rad dran zu kommen. Wir werden das Ganze öffnen, erneuern, zusammenbauen. Und dabei werde ich noch mal ein paar Worte verlieren. Ich mache einfach mal weiter, ja? So, die Welle ist nackt. Die entsprechenden Materialien sind ausgebaut worden. Jetzt geht es an die Reinigung und an Zusammenbau. So, liebe Freunde, jetzt geht es nach der Reinigung Richtung rückwärts wieder Zusammenbau. Wir werden jetzt versuchen, mit unserem Halbwissen die Welle wieder in Ordnung zu bringen. Und ja, mit viel Glück werden wir das Getriebe sogar zusammenbauen können. Und ihr dürft dabei sein. So, fangen wir mal an. So, das ist ja wie ja, mehr oder weniger Puzzle, ne? Man geht hin und baut halt alles wieder rückwärts ein. So, das Getriebe interne haben wir gemacht. Die Schalträder, die Muffen, die Synchronringe und die Schaltgabeln, die in diesem, ja, in dem Set enthalten ist, die haben wir erneuert, eingepresst. Jetzt geht es Richtung Zusammenbau. Vorher werden wir die Gehäusehälften sauber machen und überprüfen. Und dann könnt ihr zugucken, wie das Ganze zusammengebaut wird. Bis gleich. So, Wellenpakete sind eingebaut. Ölfilter ist eingebaut. Zusätzlich zu der ganzen Arbeit, die wir hier durchgeführt haben, haben wir die Schaltkolben erneuert. Ja, die kennt ihr aus diversen anderen Videos von uns. Diese Schaltgabel werden ja hydraulisch betätigt, entweder in die Richtung oder in die Richtung. Da sind so kleine Schaltkolben, die machen wir in der Regel immer mit neu. Ja, wir haben versucht, das Video so kurz wie möglich zu halten. So eine Montage. Ja, wir sind seit heute Morgen hier dran, ne? Ja. Ja, ungefähr seit 10 Uhr hier dran. Es nimmt natürlich Zeit in Anspruch, ist gar keine Frage. Man muss damit, wenn man so eine Arbeit macht, muss man auf jeden Fall seine Ruhe haben und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Aber es ist machbar. In der Regel braucht man bei so einem Schaden kein Austauschgetriebe. In der Regel ist jedes DSG-Problem lösbar, ob mechanisch, elektrisch, elektronisch, ja. Jedes Problem ist lösbar und auf jeden Fall zu günstigeren Konditionen lösbar. Fragt an, spricht uns an, schreibt uns an. Wir werden euch versuchen zu helfen, ob es jetzt Teilebeschaffung ist oder aber Information. Leider können wir die Inbetriebnahme des Getriebes nicht ausstrahlen, weil das Getriebe uns als defekt angeliefert wurde. Also wir haben das entsprechende Fahrzeug dazu nicht. Aber ich bin guter Dinge, dass das Getriebe auch problemlos funktionieren wird. In dem Sinne, für ein Like, Abo und Kommentar würden wir uns freuen. Alles Gute, bis demnächst.